Welche Symptome hat eigentlich Hebephrenie? Achtung, ganz wichtig, dieses Video dient nicht zur Eigendiagnose. Seht ihr euch drin wieder, geht bitte zum Arzt. Als allererstes muss man Kriterien einer Schizophrenie aufweisen. Kommen wir zu den Denkstörungen. Übertriebene Aussprache, merkwürdige Wortwahl und das Ausdrucksweisen künstlich wirken. Betroffene bilden oft Sätze ohne Sinn oder wiederholen Wörter. Trotzdem sind Orientierung und Bewusstsein überwiegend intakt. Die motorische Ebene. Dazu zählt, dass Bewegungen und Handlungen in komischen Abläufen vonstatten gehen. Man bemerkt aber, dass keinerlei Absicht dahinter steckt. Oft sind es Stereotype, Bewegungsabläufe, die auch vom Autismus bekannt sind. Zudem sind Betroffene emotional sehr instabil. Plötzliches Lachen oder Weinen ohne erkennbaren Grund. Selbst die Heiterkeit wirkt gespielt. Aber im Allgemeinen zeigen sie sehr wenig Emotionen. Gezeigte Emotionen passen nicht zur Situation.